Warst du jemals Teil einer Gruppe, in der deine Stimme gehört wurde, wo deine Beteiligung geschätzt wurde, wo es in Ordnung war, du selbst zu sein und dich vor den anderen zu unterscheiden? Wir möchten, dass sich alle Gruppen in der Klimabewegung und in anderen Bereichen so anfühlen. Wenn unsere Gruppe ein Garten wäre, würden wir uns wünschen, dass er ein gesundes und reiches Ökosystem ist, in dem jede Person ihre wahre, aber unterschiedliche Farben zeigen kann, während sie Teil des großen Ganzen ist. Wie in jedem Garten brauchen alle Elemente einander. Das Erkennen und die bewusste Pflege unterschiedlicher Bedürfnisse und Arten zu sein, verhindert Monokulturen und ist der Schlüssel für das Wachstum dauerhafter, vielfältiger, machtvoller sozialer Bewegung. Was kann also dazu beitragen, dass unsere Gruppen vielfältiger und inklusiver werden? In diesem Video geht es um den bewussten Umgang mit den Normen unserer Gruppe, die oft nicht ausgesprochenen Regeln, wie wir miteinander sind, was als normal angesehen wird. Normen wirken sich darauf aus, wie sehr sich Menschen einbezogen und befähigt fühlen. Das wiederum hat einen großen Einfluss darauf, wie aktiv sie sein wollen. Hast du dich zum Beispiel schon einmal einer Gruppe von Leuten angeschlossen und dich als Außenseiterin gefühlt, weil sich alle fast gleich verhalten, reden und aussehen, auf eine bestimmte Art und Weise, die anders ist als deine? Selbst wenn du dort sein wolltest, hat es sich darauf ausgewirkt, wie du teilnehmen konntest und ob du wieder hingehen wolltest. So kann es sich für manche Menschen anfühlen, wenn sie einer Gruppe beitreten. Es kann sich für den Kern einer Gruppe unangenehm anfühlen, ihre Normen zu ändern. Aber die Bereitschaft zu wachsen, Dinge anders zu machen und Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit zu feiern, macht eine vielfältige und inklusive Gruppe möglich. Diverse Gruppen können eine größere Vielfalt an Ideen und Lösungen für ein Problem finden. Das ist besonders dann der Fall, wenn Menschen in der Gruppe sind, die am meisten von den Problemen betroffen sind, das wir gemeinsam verändern wollen. Auch in der Klimakrise sind das die von uns, die Rassismus, Klassismus, Sexismus, Altersdiskriminierung, Trans- und Queerphobie und Ableismus erleben. Wir sind entscheidend für aktive Gruppen und deren Strategie. Überlegt, welche Normen eure Gruppe entwickelt hat. Helfen sie viele verschiedene Menschen, sich willkommen zu fühlen? Oder würden sich manche Menschen als Außenseiterin fühlen? Wenn jemand mit Lippenstift zum nächsten Treffen kommt oder einen anderen Akzent hätte als andere, glaubt ihr, dass die Person sich fragen könnte, ob sie hier richtig ist? Einige Ideen, was Gruppen tun können. Normalisiert eine Namensrunde und erzählt entweder etwas über eure Identität oder etwas, das euch wichtig ist, zum Beispiel am Anfang eines Treffens, bei dem eine neue Person dabei ist. Vielfalt aktiv normal machen. Sprecht verschiedene Leute an und ladet sie ein, bei euch mitzumachen. Es ist immer einfacher für neue Leute, wenn sie nicht die Einzige sind mit ihrer Erfahrung, zum Beispiel in Bezug auf Alter, Sexualität, Geschlecht, Migrationsgeschichte, Klasse, Gesundheit oder Körper. Treffpunkte so einrichten, dass es Möglichkeiten gibt, aufzustehen, auf Stühle zu sitzen, sich zu strecken oder näher am Boden zu sitzen. Verwendet keine Abkürzung und geht nicht davon aus, dass jeder den Hintergrund oder die Gruppen und Personen kennt, über die ihr spricht. Ein sozusagen Buddy-System, bei dem jede Person eine bestimmte Person hat, mit der sie sich darüber austauscht, wie es ihr in der Gruppe geht, welche Bedürfnisse sie hat und welche Unterstützung sie braucht. Überlegt, mit welchen anderen Gruppen ihr euch verbindet. Wenn wir uns in unseren Unterschieden willkommen heißen, uns gegenseitig wahrnehmen und wertschätzen, kann dies eine große Rolle dabei spielen, dass vielfältige und inklusive Gruppen langfristig auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und Erfolge feiern. Ergänzende Tipps, wie du Verantwortung und Engagement in deiner Gruppe entwickeln und auf viele Schultern verteilen kannst, findest du in unserem anderen Video. Viel Spaß beim Ausprobieren dieser neuen Ideen und lasst uns in den Kommentaren von eurer Erfahrung wissen.